Ah, scheiße, das war die Radkappe. Das war immer noch die Radkappe. Das war auch noch die Radkappe. Das war auch die Radkappe. Alles gemacht, ich krieg einen Anfall. So, jetzt endlich. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Racer, und euch, dem Zuschauer. Ja, in der letzten Folge haben wir, sieht immer so aus, so wie haben wir einen neuen Skin. Ja, da steht Police drauf, okay, na dann. In der letzten Folge haben wir in der Stadt patrouilliert, diesmal machen sie es wieder so. Allerdings wurde sich gewünscht, dass wir am Flughafen mal ein bisschen rumgurken, deswegen dachte ich, fahre ich mal zum Los Santos Airport. Und ich muss ganz kurz die Zeit wieder laufen lassen. Und ja. Man kann nebenbei auch mal erwähnen, dass es fucking krass nachgebaut wurde hier in GTA, weil man den Flughafen 1:1 erkennt. Also als ich hier genau hier stand, das weiß man, dass man hier stand, weil das hier so krass nachgebaut ist, sah das nämlich genauso aus. Und das heißt schon ziemlich krass, wie Rockstar auf die Details damals immer noch drauf achtet. Zum Beispiel auch der Pier ist wirklich sehr genau nachgebaut. Da müsst ihr echt mal auf Google Maps schauen. Aber egal, wir spielen jetzt hier Polizei und es regnet. Das ist natürlich nicht so toll, aber gut. Wir steigen mal ein und gucken mal. Es wurde sich gewünscht, dass wir am Flughafen fahren. Ich weiß natürlich nicht, was der genau damit meinte. Ob wir hier nur starten sollen oder ob wir jetzt hier rumfahren sollen. Deswegen warten wir, glaube ich, einfach mal oder kontrollieren wir einfach mal ein paar Sachen hier. So. Wir fahren einfach mal ein bisschen hier, ne? Also wir halten mal den hier an. An und halten an. So. Das reimt sich so ein bisschen. Also eigentlich nicht. Ja, hier bleibst du stehen. Nein, du fährst bitte ein bisschen weiter und bleibst woanders stehen. Ja, ja, wenn du jetzt hier... Genau, hier ist perfekt. Hier ist perfekt. So, guten Tag. So, also laufen wir hin. Was, das merkt jemand. Der fährt weg, okay. Wir rufen Verfolgung aus und verfolgen. holen ein bisschen Local Patrol. Wobei, wir haben eh genug Polizei, weil hier ist ja Polizei wie sonst was. Bleiben Sie stehen. Also, hier können wir eigentlich sogar noch rammen. Na komm. Was macht er? Es ist, glaube ich, so vorne eine ist eine normale Menschen. Ja, okay, warte, wir müssen mal eben die Reifen zerschießen hier. Oder Platz zum Platzen bringen mit einem Taser. Scheiße, so schon mal nicht. Nein. Aber will er jetzt echt im Kreis fahren? Genau, so. Ey, jetzt sind sie hinten reingefahren. Bleiben Sie stehen. Also, den kriegt man nicht zum Stoppen. Jetzt ist der Reifen geplatzt. Der zweite auch noch eben hinterher. Ist auf der anderen Seite noch. Ah, scheiße, das war die Radkappe. Das war immer noch die Radkappe. Das war auch noch die Radkappe. Das war auch die Radkappe. Alles gemacht, ich krieg einen Anfall. So, jetzt endlich. So, okay, er steht. Gehen Sie raus, steigen Sie aus. Hände nach oben. Komm. Ja, guck mal. Jetzt nehmen sie die Hände hoch. Genau. Auf den Boden. Ich glaube, ich mache hier so lange mal so ein Dingsel hin, damit die hier nicht gleich wieder Amok fahren. So, da wird festgenommen. Und die Karre von dem müssen wir natürlich mal durchsuchen. Ich bin mal gespannt. Oder vielleicht finden wir hier Hinweise darauf, warum er eigentlich geflohen ist. Was ist denn hier an der Beifahrerseite? Ein Train-Ticket to Harmony. Okay. Ah, bitte nicht in die Karre fahren. Okay. Nochmal hier Kofferraum. Ist da irgendwas drin? A few pieces of Kinlin. Okay. So, haben wir hier was? Okay. Ne, auch nix. Aber scheint recht reich zu sein.
Also wenn er so eine Karre fährt. Huch. A burnt spoon and someone else's email. Aus dem Grund ist er vielleicht geflohen. Also gerade wegen... Oh, er ist immer noch nicht verhaftet. Na gut, wir nehmen mal hier einen Towtruck. Und schleppen ab. So. Bleiben Sie bitte noch einen Moment stehen. Wobei, komm, ich kann es jetzt eigentlich aufheben lassen und dann steigen wir mal ein. Ja, was wollen Sie hier eigentlich von mir? Ey. Ja, komm, egal. Wir lassen es mal durchgehen. Ja, der Abschlepper wird sicher kommen, oder? Ich meine, der Fall ist ja... Aber wir fahren auch kurz die Karre vielleicht an den Rand. Pass auf, wir fahren mal eben hier irgendwie... Gott, die lässt sich ja gar nicht mehr lenken, Alter. Wir konnten ja damit darin fliehen. Sollte ich vielleicht die Frage an die Kollegen weiterleiten? Und an mich selber, den ich nicht stoppen konnte. Zumindest nicht so einfach. So, jetzt steht sie hier nicht im Weg rum. Dafür fahren mir die Leute in die Karre rein, grundlos. Und es freut mich immer sehr. So, und ich würde sagen, wir reparieren einmal und fahren dann weiter Patrouille. So, es wird auch langsam dunkel hier in Los Santos. Das heißt, jetzt beginnt das richtige Nachtleben und somit auch die Kriminalität. Welchen Tag haben wir heute? Freitag, okay. Wir haben Freitag. Das heißt, Freitag gehen alle Leute feiern. Das heißt, Freitag ist eine Menge los. Also was Verbrechen angeht. So ist natürlich auch eine Menge los, aber was Verbrechen angeht vor allem. Was machen wir jetzt? Fahre ich um den ganzen im Kreis? By the way, die Busse hier gibt es auch in Los Angeles. Ne? Das ist richtig krass, die nachgebaut wurden. Hier ist ein Van. Pass auf, den halten wir jetzt an. Ah, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie bitte stehen. Genau, hier ist perfekt. Na, fahren Sie bitte mal woanders hin. Ja, na, hier, ja, hier ist zumindest besser. Boah, hier, es regnet so krass gerade. Das freut mich eigentlich gar nicht, aber gut. Guten Tag. Einmal bitte Ihre ID. So, wie heißen Sie denn? Ashley Scott. Legen Sie irgendwas vor. Sagen Sie es mir, Zentrale. Nö. Sie legt nichts vor. Gut, dann ja, lasse ich Sie weiterfahren, würde ich sagen. Das ging jetzt aber schnell. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Footbridge in Progress. Okay, da fahren wir hin. So. Brauchen wir keinen Code Free, glaube ich. Es ist halt auf dem Highway. Aber hier, wisst ihr Bescheid, wo es ist. Lass mich bitte durch. Okay, dann halt nicht. Ja, die Schranke setze ich Ihnen irgendwann mal. So. Foot Pursuit, das ist auf dem Flughafengelände. Vielleicht sollen wir doch Code Free machen. Mein Flughafen ist immer ein bisschen heikel. Oh, was stehen Sie da so rum? So, wir fahren mal rechts ran oder links ran, damit die Flugzeuge uns hier nicht wegrammen. So, guten Tag. Irgendwie leisten sie keine Gegenwehr, das heißt, ich werde sie jetzt festnehmen. Aber erstmal muss ich sie stoppen. Ey! Ganz ruhig, gehen Sie auf den Boden. Ich fordere mal ein bisschen Verstärkung an. Gehen Sie auf den Boden, alles ist gut. Verhaftet, weil sie mich geschlagen haben. Das finde ich überhaupt nicht freundlich von ihnen. Und sie werden wegen noch irgendwas verhaftet. So. Sie sind verdammt schnell jetzt. Also die leisten ja gar keine Gegenwehr. Für sie um den Transport, was auch immer sie hier zu suchen haben. Ich meine, allein sich schon auf dem Gelände hier aufzuhalten, beinhaltet ja schon eine Straftat. Und deswegen werden sie jetzt mitgenommen, aber nicht zu mir, sondern zu dem Kollegen, der da vorne ist. Nicht zu mir. Oder zu dem hier, ich weiß es nicht. Ah ne, der da hinten kommt wir gerade. Alles auch ein Mitarbeiter hier, oder? Vom Flughafen. Was steht denn da drauf? Ja, von US Fly ist es ein Mitarbeiter. Naja, warum immer er jetzt verhaftet wird. Vielleicht hat er irgendwas gemacht, vielleicht wurde er entdeckt, verpfiffen von seinen Kollegen. Oh, hoch. Scheiße. Das tut mir leid.
So, wir dürfen einmal reparieren und machen die Sirene aus und gucken, dass wir irgendwie wieder runterkommen. Und zwar, gucken wir, fahren ja außen rum hier am besten. Also mal gucken, ob wir rauskommen, ob der liebe Herr uns das Tor aufmacht. Ah ja, macht er. Zum Glück. Okay. Boah, das Fernlicht ist fucking hell. Gefällt mir. Huch, ja, okay. Der hat sowieso nicht aufgemacht. Wie das aussieht von der Seite, die Sirene. So. Ich glaube, wir gehen mal weg vom Flughafen, oder? Ich glaube, Flughafen haben wir jetzt genug. Außer wir kriegen natürlich noch einen Einsatz rein, dann machen wir den natürlich. Aber sonst, glaube ich, ist Flughafen nicht so spannend. Und den überholen wir mal kurz. So. Vorne ist irgendwie Polizei, aber das juckt uns eigentlich jetzt auch erstmal nicht. Bin mir gespannt, sagt, schreibt mal in die Kommentare, ob das ein bisschen dunkel ist. Wenn ja, dann gucke ich, dass ich in den nächsten Folgen oder dass ich mein GTA einfach heller mache, ein bisschen. Es sieht ja für mich perfekt aus, weil es halt realistisch ist, aber wenn das auf YouTube ist, ja immer ein bisschen dunkler. Deswegen schreibt es rein, wenn es ein bisschen dunkel ist, dann fragt dieser Abschlepper hier, wenn es ein bisschen dunkel ist, dann kann ich das auch ruhig heller machen, das ist kein Problem. Hoffe ich zumindest, außer mein GTA raucht währenddessen ab. Ich hatte alles schon, ne? Also das ist nicht mal unwahrscheinlich, dass es das passieren könnte. So, das ist mal, gucken wir hier rum, aber man kann da was noch machen. Das ist aber irgendwie blöd. Oh. Drugs, Runners in Vehicle, alles klar. Die verhaften wir. Drogen sind böse. Das heißt, wir fahren jetzt mal hin. Mit Code 3. So, das ist da hinten im Hafengebiet, wenn ich mich nicht irre. Oh. So, das ist da unten, oder? Nee, da unten ist es nicht, das ist da hinten. Und die fahren gerade im Ganggebiet rum. Okay, ja, jetzt weiß ich auch, wo es ist. Mein Gott. Nach Spekulationen wissen wir eigentlich über die Location. Der fährt aber Richtung Hafengebiet. Mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwie sein Drogenmensch oder so, an dem er die Drogen verkauft. Auf jeden Fall halten wir ihn jetzt mal an. Ja, ja, Attention. So, was ist denn das hier für so ein Crowdwick? Huch. Ein Crowdvictoria. Nee, es ist kein Crowdvictoria. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ich sehe es jetzt nicht richtig. Den walten wir den erstmal an. Huch, das tut mir leid. Nee, sie fahren mal bitte ein bisschen weiter. Wir machen. So, jetzt. Irgendwie war gerade buggy. So, jetzt habe ich ihn gleich angehalten. Oh, okay, er rennt weg. Wir gucken, dass wir ihn aufhalten. Heute flüchten alle. Das ist irgendwie komisch. Ah, das ist ein Primo, oder? Oh, guck mal, das ging jetzt aber schnell. Ey, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, ah, ich häng fest. Ah, nein. Aua, nicht nach vorne. Okay. Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie die Hände hoch. Scheiße. Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich treffe die nicht. Okay, warte, wir geben dir einen Schuss. So. Jetzt haben wir sie. Ja, okay, da hat die, der Kollege. Wir sichern ihn aber noch ab. Ich denke, er wird jetzt verhaften, oder? Ja. Perfekt. Don't move. Ja, guck mal, jetzt fliehen sie aber nicht so tief hier. Ja, sie wissen schon, was sie machen. So, der wurde verhaftet, der wird jetzt auch mitgenommen. Did you see any drug dealing evidence being disposed of? Nein, aber das werden wir nicht beantworten, weil sonst kommen wir ins Gericht und habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Fürs Gericht, das sind wir dann später und nicht jetzt während unserer Schicht. Wahrscheinlich ist unsere Karre die hier irgendwie rechts oder links gegen die Mauer gesetzt wurde. Nee, ich glaube, das hier ist unsere Karre, oder? Ja, ja, das hier ist unsere. Perfekt. Achso, warte mal, was wir noch vergessen haben. Das war jetzt jemand, ein Drogentyp, ein Drogenkurier. Das heißt, der hat vielleicht ein paar Sachen drin, die uns interessieren könnten. Car Manual, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Viel schlimmer, dass der im Gegenverkehr fährt. Was haben wir hinten drin? A Bloody Swiss Army Knife. Okay, ich glaube, damit hat sie das eh schon, geklärt. Da müssen wir eigentlich weiter durchsuchen. Das ist auf jeden Fall ein Fall für Kriminalpolizei oder für die Spurensicherung, whatever. Ah, es fahren sie doch nicht so wild hier.
Na gut, ich glaube, wir können weggehen, oder? Wir können, der Fall ist abgeschlossen, der Abschleppwagen kommt jetzt noch, schleppt das Ding ab und dann ist gut. Das heißt, wir laufen mal zu unserer Karre und fahren weiter. So, wir dürfen natürlich einmal reparieren. Und gucken nochmal, dass wir vielleicht ins Ganggebiet kommen. Weil Ganggebiet klang sehr oder klingt sehr interessant immer, wenn es um Polizei geht. So müssen wir hier rüber und dann da hinten links, genau, oder? Ja, wird schon stimmen. So. Hinten, darf ich da kurz durch? Darf ich da durch? Ich glaube schon, oder? Ich darf da kurz durch. So. So, hier sind noch LKWs wegen dem Industriegebiet. Und wie fahren wir in die Gang-Siedlung? So, haben wir irgendwas Auffälliges? Wir fahren mal ein bisschen tiefer rein ins Gebiet. Ich würde jetzt hier rechts abbiegen, aber nee, wir fahren jetzt mal richtig ins Herzstück des Gebietes. Das ist hier links. Ich glaube, hier dieses Viertel ist das Gangviertel schlechthin. Oh. Armed Individuals. Okay. Das ist auch im Ganggebiet. Da gucken wir auf jeden Fall mal, dass wir da hinkommen. Vielleicht auch lebend, hoffentlich. Ich hoffe, das sind keine Gangs irgendwie mit reingezogen, weil sonst könnte es gefährlich werden für uns. Ist doch schon ein Helikopter vor Ort, oder? Wenn der zu uns gehört. Naja. Okay, ich glaube, ich sehe es schon. Fahren wir rechts ran. Ich glaube, wir nehmen mal unser Dingsel hier hinten, unser M4A1 raus. Nicht, dass sie hier dann kaltblütig ermordet werden. Weil da hinten ist sie nämlich, glaube ich. Jetzt ist natürlich gerade alles verschwommen. Also wir machen mal zu hier, damit sie nicht nass wird in der Karre. Da, oder? Ist sie bewaffnet? Nee. Dann stoppen wir einfach mal. Aber das ist die nicht. Wieso steigen eigentlich alle immer aus? Das ist die, glaube ich, nicht. Ich hätte aber trotzdem gerne mal ihre ID. Ich muss natürlich gucken, dass sie jetzt... Hören Sie mal auf zu hupen, ja. Die richtige finden, glaube ich, ne? Shanice. Okay, Shanice Brown. So. Ja, chillen Sie. License is valid, no active warrants. Ja gut, dann dürfen Sie gehen, aber stehen Sie bitte nicht hier so dämlich rum, ja? Jetzt sind Sie bitte mal ruhig hier. Ja, chillen Sie bitte, aber verpissen, können Sie sich bitte vom Weg verpissen, warte mal. Gehen Sie bitte mal hier irgendwie ein bisschen... Dann gehen Sie mal darüber. So, jetzt können auch ihre Mitmenschen wieder fahren. Ah, ey, gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Scheiße, ich habe ein Gefühl, dass wir gleich hier irgendwie Ärger bekommen. Na gut, okay, wir nehmen Sie jetzt fest. Weil sie probiert da mich anzugreifen. Mann, mir war doch alles in Ordnung. Ich habe sie nur auf die Seite ge... Hallo, fahren Sie hier bitte nicht Leuten hinten rein. Hallo. Finde ich überhaupt nicht... Können Sie bitte auch mal aussteigen hier? Ey, jetzt bleiben Sie, steigen Sie mal aus. Steigen Sie mal aus. Hätte mal gerne Ihre ID. So. Wie heißen Sie denn? Irgendwie kriege ich die ID nicht. Na gut, dann belasse ich das einfach mal bei einer Verwarnung. Irgendwie kriege ich Ihre ID nicht. Aber fahren Sie mit den Leuten nicht mehr hinten rein, ja? Jetzt möchte ich aber immer hier weiterfahren, weil wir haben nicht immer noch hier bewaffnete Leute. Die sollte man natürlich nicht vernachlässigen. Noch weiß ich jetzt nicht, wo die sein sollen. Wo sind die bewaffneten Menschen hier? Mein GTA ist gecrashed. Oder? Ja, es ist gecrashed. Toll. Gut, okay. Dann würde ich sagen, der gegebene Anlass ist gegeben, dass wir die Folge einfach beenden. Es tut mir leid, Leute, aber komm, 19 Minuten sind doch auch was. 19 Minuten sind auch was. Sind sogar ein bisschen mehr, weil ja doch... Ah, das Intro und das Pre-Intro reinkommt. Ich weiß gar nicht, was ich dieses Mal reinschneide.
Das werdet ihr dann sehen. Oder habt's ja schon gesehen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Komm, ich fahre mal eben hier irgendwie rechts ran. Ich würde sagen, ja, sehr professionell. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Von GTA 5. Unsere Schicht ist vorbei um geschmeidige 3.20 Uhr. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.